Aber nochmal einen schönen guten Abend aus dem herbstlichen, verregneten Frankfurt zu einer neuen Ausgabe des Kerzentrend und Sentiment Webinars von Ayondo und Feingold Research. 25. Juli 2017, jeder weiß ein bisschen, der sich mit Saisonalität auskennt. Ende Juli wird es langsam etwas eng für die Bullen. Das ist noch nicht so ganz einfach jetzt, weil auch noch weitere Probleme dazukommen und die wollen wir uns heute mal anschauen, wie das dann ausfällt. Stimmung, ja, habe ich mal offen gelassen, denn es ist so ein bisschen jetzt ein zweischneidiges Schwert. Mal gucken, in welche Richtung es tendiert, was ja auch die kleine Umfrage hier im Webinar dann betrifft natürlich. Also gerade in den USA, da gucken wir eben auch drauf, ein kleiner Stimmungswechsel, auf der anderen Seite aber wiederum auch eine Stimmungsaufhellung. Sehr nebulös, was wir hier im Augenblick von den Sentimentdaten her bekommen. Klar, dann gucken wir mal eben auf die amerikanische Notenbank. Morgen Abend Zinssitzung, Höhepunkt der Woche. Euro-US-Dollar natürlich im Fokus. Ich habe ein paar Mails bekommen, wie ich denn jetzt den Euro-US-Dollar einschätze. Kommt es zum Ausbruch, ja oder nein? Rohstoffe schauen wir uns an, Gold und Brent natürlich, USA. Das gesamte Paket, Konjunkturdaten im Augenblick, Saisonalität, Volatilität. Und dann noch einige Einzelwerte und den DAX. Ihr seht schon, ich habe wenig Folien heute vorbereitet. Liegt nicht daran, dass ich faul gewesen bin, sondern es gibt die meisten Infos heute direkt aus dem Netz. Das denke ich mal ist für euch auch ein bisschen nutzwertiger, weil ihr dann auch die Links, die ich gleich in die Chatbox reinstelle, auch mal noch in Ruhe nachher euch anschauen könnt. Ja, gucken wir kurz auf die Märkte, auf das Wichtigste, was man im Augenblick eigentlich im Blick haben sollte. Das sind die beiden Kandidaten hier, oben Euro, US-Dollar, darunter der DAX. Also man sieht es ja sehr deutlich, ne? Euro, US-Dollar ist nach wie vor wirklich der entscheidende Impulsgeber. Für den DAX gibt es hier eine Aufwertung, also ein blauer Balken nach oben bedeutet roter Balken, Minustag beim DAX, haben wir hier sehr schön gesehen im Juni. Im Juli ebenfalls und natürlich auch in den vergangenen Tagen, als wir dann noch die 1,16 und heute im Top die 1,1712 waren es, glaube ich, gewesen in der Spitze, mal kurz abgekratzt haben. Also das Hoch vom 2015, ich glaube um ganz knapp verfehlt. Ich meine, das lag bei 1,1713 und heute hatten wir im Hoch 1,1712 gehabt. Also ganz enge Kiste. Davon wieder zurückgefahren. Das ist natürlich wichtig, wie es im Augenblick auch als Dollar einzuschätzen. Aber natürlich nicht nur, denn wir haben ja noch ein paar weitere Probleme. Wenn man sich mal anschaut, gerade so in den vergangenen Tagen gab es eigentlich viele Argumente, die eher gegen Aktienmarkt angeführt wurden. Zum Beispiel ja auch dieser ganze Reformstau in den USA, ist auch richtig natürlich, dass hier nicht so richtig mehr Bewegung zu erwarten ist, vor allem jetzt nicht mehr im Sommer. Aber das Argument von wegen Reformstau, es gibt keine Steuerreform in den USA und auch kein umfangreiches, billionenschweres Infrastrukturprogramm, das weit nach hinten verschoben ist. Wen interessiert das an den amerikanischen Aktienmärkten, frage ich mich. Also gerade eben, als jetzt in der vergangenen Woche eben Trump mal wieder gescheitert ist mit der Gesundheitsreform, tja, da haben die Aktienmärkte eigentlich gar nicht mal so negativ in den USA reagiert. Also man muss da genau aufpassen, welcher Markt wird im Augenblick wovon bewegt. Und beim DAX ist es einfach sehr klar, Euro, US-Dollar ist hier wichtig. Und natürlich jetzt auch die Berichtssaison, die anfängt. Und morgen kommt Daimler rein, morgen vor Handelsbeginn schon. Gucken wir natürlich auch drauf, denn Daimler ist natürlich auch jetzt aus unerfreulichen Gründen mal wieder im Rampenlicht mit dem Kartellverdacht. Unter Umständen haben sie sich schon früher gemeldet, also das wird noch viel aufzuarbeiten sein. Aber bevor ich jetzt hier mit dem Webinar voll durchstarte, würde ich mal sagen, beginne ich mit der kurzen Frage. Also, wo steht der DAX in einer Woche? Also klar, kommen den Dienstag wieder. Ich hole schon mal wieder die Umfrage hervor von der vergangenen Woche und guck mal eben drauf, 12.264 sind wir heute aus dem Handel gegangen. Das bedeutet im Wochenvergleich, ja, so runde 160 Punkte runter. Also 58% hatten in der vergangenen Woche gesagt, der DAX fällt sowieso in den nächsten 5 Handelstagen. Also wieder hat hier die Umfrage den richtigen Weg angezeigt, also positiv, nicht mehr antizyklisch zu sehen, wie in den ersten 6 Monaten, sondern das Ganze hat sich hier gedreht.
Die Aussagen hier oder die Tendenz, die sich hier im Webinar Sentiment herauskristallisiert, zeigt doch seit einigen Wochen relativ gut an, wohin es mit dem DAX geht. Finde ich gut. Freut mich, hoffentlich auch weiter so. Schauen wir mal. 80% haben abgestimmt und ich schließe die Umfrage. Interessant. So, jetzt müssen wir eben gucken. Das erste ist dann schon der 1.8.2017. In der kommenden Woche. Und 47% von euch sagen, der DAX legt zu. 53% sehen den Aktienmarkt am kommenden Dienstag tiefer. Also ihr seht es, so ein bisschen geht hier das Bärenlager zurück. Einige denken schon mal, ja, könnte schon mal so ein erster Tiefpunkt erreicht sein. Ob das ein tragfähiger Boden ist, sei mal dahingestellt. Es kann ja auch einfach nur mal eine technische Gegenbewegung sein, die natürlich nach Verlusten von rund 5% ausgehend von Rekord und zumindest mal etwas wahrscheinlich. Das gucken wir uns aber gleich noch natürlich genauer an. Halten wir fest, eine kleine Mehrheit erwartet im Augenblick noch weiter fallende Kurse, aber das Bärenlager ist kleiner geworden. Gut, schauen wir uns an, was in den USA los ist. Sentiment, ganz interessant für die Profi-Investoren. Ihr seht es, die blaue Linie geht endlich mal nach unten. Noch nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Ja. Also Profi-Investoren werden etwas zurückhaltender, was die weitere Entwicklung an den US-Indizes angeht. Wenn man sich das anschaut, Dow Jones, der parkt ja eigentlich, S&P 500, Nasdaq 100, zuletzt sogar noch auf Rekord, ich glaube ja, Montag noch. Läuft also weiterhin bei den Technologieaktien. Der Dow Jones wird nicht mehr so stark gekauft, hängt auch so ein bisschen natürlich mit der Indexzusammensetzung zusammen. S&P, Nasdaq, natürlich klar, letzterer wesentlich mehr Technologieaktien drin als im Dow Jones und die sind halt im Augenblick noch gefragt. In der jetzigen schwierigen, saisonal schwierigen Phase noch. Gucken wir uns die Berichtssaison noch an, kann man ja auch schon mal ein ganz kleines erstes Zwischen-Zwischen-Fazit ziehen. Bisher haben wir sehr gute Bilanzen eigentlich reingekommen. Die Unternehmen übertrafen die Erwartungen mit der höchsten Quote seit 5 Jahren. 68% haben die Gewinnerwartungen geschlagen. Umsatzerwartungen wurden zu 75% übertroffen. Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen war in 53% der Fälle. Also, das ist ein wirklich ganz guter Auftakt jetzt mal gewesen. Wichtig vor allen Dingen, dass eben die starken Umsätze auch über ein ordentliches Mengenwachstum generiert wurden. Das heißt also, diese Gewinnsteigerungen waren nicht nur aufgrund von guten Umsätzen zurückzuführen und Kostensenkungsmaßnahmen, also waren aufgrund von guten Umsätzen zurückzuführen und nicht wie gerade in den vergangenen Quartalen auch oft mal kritisiert wurde, aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen oder Aktienrückkäufen. Sieht also im Augenblick relativ gesund aus und natürlich die guten Umsätze, das hatte ich ja auch schon in den vergangenen Webinaren immer gesagt, sind natürlich auch ein Resultat der Währungsentwicklung wieder. Denn es ist klar, die Euro-Aufwertung gegen den Dollar ist natürlich für die europäischen Unternehmen ein Bremsfaktor, aber für die amerikanischen wiederum ein Vorteil. Denn sie können ihre Produkte auf den Weltmärkten dann attraktiver anbieten und im Dollar beziehungsweise in Euro generierte Umsätze zum Beispiel, wenn man die dann zurückholt, im Dollar, quasi im Dollar dann ausweist die Gewinne, dann bleibt natürlich auch mehr übrig. Also auch durch die Währungsumrechnung sind natürlich im Augenblick die Amerikaner im Vorteil, freuen sich über den schwachen Greenback. Und das schlägt jetzt natürlich dann auch in den Umsätzen und damit auch im Gewinn sich nieder. Gut, also wir halten fest, die Profi-Investoren skeptischer. Was ich sehr interessant gefunden habe, hier die Kleinanleger. Schaut euch das an. Neutrale Lager, wie ich vor einer Woche noch gesagt hatte, ist kleiner geworden, 3,4 Prozentpunkte. Die Bären fast 4 Prozentpunkte runter. Alles ins Bullenlager so ungefähr reingegangen, plus 7,2 Prozentpunkte auf 35,5. Überrascht mich ehrlich gesagt, dass die Kleinanleger hier in den USA jetzt auf einmal bullisch werden. Sehe eigentlich keinen Grund, warum man da jetzt noch in den Markt reingehen sollte. Halten wir das einfach mal so fest. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Fazit: Kleinanleger gehen in den Markt rein, Profi-Investoren gehen langsam raus. Kann sich jeder so ungefähr denken, was das bedeutet. Ne? Wenn die hier wirklich mal Kasse machen, dann haben die hier mal wieder sehr teuer gekauft und werden das bereuen. Sentiment der Börse Frankfurt hier, ihr seht es nach wie vor.
negativ ausgeprägt, sowohl was die Kleinanleger angeht als auch die Profi-Investoren. Ja, damit bleibt das Bild unverändert in Frankfurt. Man ist eher skeptisch gestimmt, was das angeht, was die weitere Entwicklung angeht. Da haben wir natürlich eine ganze Menge an Konjunkturdaten auch jetzt noch vor der Brust. Hier mal die wichtigsten Termine. Das ist jetzt noch die FED-Sitzung, seht ihr hier am 26. Juli, also morgen. Und danach kann man erstmal durchatmen, ne, was die wirklich großen, entscheidenden Termine angeht. Das war es dann erstmal gewesen. Dann geht es jetzt wieder mit der EZB-Sitzung am 7. September weiter. Die wird dann auch auf jeden Fall deutlich spannender. Was wir heute reinbekommen haben, war ja noch der IFO-Index gewesen. Ja, mal wieder Rekord ausgebildet, besser entwickelt sogar noch als erwartet. Dritte Rekordhoch in Folge. Partylaune in den deutschen Chefetagen, muss man konstatieren. Und ihr seht es hier, das ist nicht immer natürlich vorteilhaft, denn auch das hat jetzt die letzte IFO-Umfrage ergeben. Wir haben nach wie vor ein großes Differenz zwischen der Geschäftsbeurteilung, also der aktuellen Lage und den Geschäftserwartungen, also den Blick in die Zukunft. Hier die grüne Linie, die Erwartungen liegen deutlich unter der Geschäftsbeurteilung, also der aktuellen Lage. Ja. Das ist auch hier wieder jetzt zuletzt gewesen. Die Differenz hat sich sogar weiter ausgeweitet. Und man sieht es immer, wenn es solche großen Abstände gab zwischen der Lage und den Erwartungen, dann war es auch gerne mal im Bereich von DAX-Hochs zu sehen gewesen. Also 2007, 2011 zum Beispiel. Und jetzt haben wir hier wieder so ein bisschen die Tendenz, dass es einfach zu weit gelaufen ist. Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich eben auch, ja, hier die Lagererwartung, also die Geschäftserwartungen, also dass der Blick in die Zukunft, da muss man darauf achten, wenn der das erste Mal fällt, dann wird es auch meistens etwas kritischer, da muss man dann ebenfalls hingucken. Aber wichtig vor allen Dingen noch das IFO-Geschäftsklima. Heute ja reingekommen, der Gesamtindex letztlich, sehr stark natürlich, 116 Punkte erwartet, wurden glaube ich 114,9. Und ihr seht es, immer wenn der IFO-Gesamtindex hier so über 110 Punkten stand, dann ging das auch meist zumindest mal einher mit einem temporären Hochpunkt beim DAX. Ja, also klassischer Kontraindikator, und das Ganze kann man natürlich auch noch in Zahlen und in statistischen Auswertungen belegen, wie der Durchschnittsertrag, wenn man in den DAX investiert ist, in die verschiedenen IFO-Niveaus, die miteinander vergleichen. Sie sehen es sehr deutlich. Ab einem IFO-Gesamtindex von mehr als 110 Punkten war die Rendite beim DAX im mittel- und langfristigen Zeitraum negativ gewesen. Also über 6, 9 und 12 Monate ist der DAX sogar gefallen. Klar sogar mit minus 2,6 und minus 4,1%. Das ist relativ viel, wenn man bedenkt, dass der DAX ja mittel- und langfristig steigt. Ja, wir haben ja eigentlich grundsätzlich immer steigende Märkte, gerade eben aus Sicht von Monaten. Und dass hier eben das Ganze dann negativ ausgeprägt ist, überrascht doch umso mehr und sollte daher auch umso stärker eine Warnung darstellen. Kaufgelegenheiten, IFO-Index, ganz klar, wenn er hier unter 100 ist, also im Bereich von weniger als 90 oder 95, dann seht ihr, dann hat man auf Sicht von 6 bis 12 Monaten die höchsten Aussichten auf eine doch sehr attraktive Rendite, die prozentual zweistellig dann auch ausfallen kann. Also von 10 bis 22,5% ist hier durchaus einiges drin. Heißt nichts anderes, diese Auswertung hier, kaufe die Angst. Ja, IFO-Index unter 90, größte Skepsis am Markt und verkaufe die Euphorie. Also wenn alle sagen, ha, besser kann es eigentlich gar nicht mehr laufen in meinem Unternehmen, dann ist meistens der Hochpunkt erreicht. Das einfach nochmal auch so als einen weiteren kleinen Mosaikpunkt, Steinchen zur Einschätzung der aktuellen Lage, auch so im mittel- bis langfristigen Zeithorizont. Da ist der IFO-Index eher kritisch zu sehen. Das zeigt hier die Auswertung eigentlich sehr schön. Gut, dann hole ich mal eben hier die Daten noch rein, beziehungsweise die ja, Konjunkturdaten für diese Woche, damit wir da den Überblick haben. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Zahlen von investing.com, weil die kann man noch ein bisschen schneller dann auch mit Chart nachher noch vergleichen. Sind auch immer eigentlich relativ gut hier. Ja, kann man gleich noch mit filtern das Ganze, welches Land betreffend angezeigt werden soll. Ich nehme mal hier nur die wichtigsten jetzt mal rein mit der höchsten ja, Auswirkungen auf den Markt. Und da seht ihr schon in dieser Woche, was dann wirklich auch entscheidend ist. Den IFO-Index haben wir jetzt schon mal abgearbeitet. So, jetzt kommen wir dann noch hier am Mittwoch rein
in den USA, ja, FOMC, Fed, Zinssitzung, 20 Uhr, Bekanntmachung zum Satz der US-Notenbank, unverändert wird erwartet, 1,25%. Hier ist natürlich zunächst einmal nichts mehr jetzt in Aussicht. Es gibt auch morgen ja keine Pressekonferenz dabei und auch kein zusätzliches Statement, also keine neue Projektion zur Inflation, Wachstum. Das heißt, ich gehe eigentlich mal davon aus, dass das morgen eher eine etwas langweilige Veranstaltung wird. Das wird das Statement veröffentlichen und in dem dürfte es eigentlich nicht so große Änderungen geben. Man hat ja erst zuletzt hier den Zinssatz nochmal angepasst. Ihr seht es hier auf der Juni-Sitzung von 1 auf 1,25%. Das hier ist die Zinsentwicklung in den USA. Da hat man ja auch entsprechend schon schön den Überblick dazu. Deshalb wird es jetzt erstmal eine Pause geben. Ich gehe davon aus, dass Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank eigentlich nur dann stattfinden, noch wenn es auch anschließend eine Pressekonferenz gibt und Fed-Chefin Janet Yellen das Ganze begründen kann. Was morgen ein bisschen ja, zur oder worauf morgen zu achten ist, ist eigentlich nur darum, geht es darum, liefert die amerikanische Notenbank irgendwelche Hinweise, wie sie ihre 4,5 Billionen Dollar schwere Bilanzsumme reduzieren kann. Also durch den Verkauf von Staats- und Hypothekenanleihen ist natürlich eine schwierige Geschichte, wie man das eben auch macht. Verkauft man aktiv oder lässt man die nur mit der Zeit auslaufen? Wann beginnt dieser Prozess? Das sind so ein paar Fragen, wo ich aber auch nicht davon ausgehe, dass es darauf morgen Antworten geben wird, sondern erst auf der übernächsten Sitzung dann am 20. September. Jetzt schon mal vormerken, 20. September ist bei der FED auf jeden Fall von größerer Bedeutung, denke ich mal, als die morgige FED-Sitzung. Darauf mal achten. Ansonsten dürfte hier eigentlich morgen nicht so viel mehr passieren. Dann haben wir noch ja, Auftragseingang hier, Kernrate. Wichtig wird hier einfach nochmal die BIP-Schätzung dann für das zweite Quartal der USA um 14:30 Uhr am Freitag, 28. Juli. Spannender Termin nochmal, 2,6% im Augenblick die Prognose. Gehen derzeit noch viele davon aus, dass es hier auch etwas Nachholeffekte geben wird. Deshalb hier der Anstieg auch auf 2,6%. Wichtig natürlich, die Daten sind immer annualisiert auch zu sehen, also auf das Jahr hochgerechnet, ne? 4 Quartale und dann hochgerechnet auf das Gesamtjahr. 1,4%, wie gesagt, im Vorquartal. Das sind im Augenblick so die wichtigsten Termine, die wir hier mal in dieser Woche noch sehen werden. Wie gesagt, 14:30 Uhr Freitag die BIP-Schätzung im zweiten Quartal und morgen die Zinssitzung der amerikanischen Notenbank. Aber da dürfte eigentlich nicht so viel Überraschendes rumkommen. Gut, dann gehen wir, denke ich, mal schon rüber zum Euro-US-Dollar und ich möchte hier bei Euro-US-Dollar einfach nochmal klar sagen, worum es mir im Augenblick geht. Was ist das Wichtige? Was ist die Botschaft? Warum muss man sich damit auseinandersetzen? Nun, Euro-US-Dollar ist einfach wichtig für den DAX, denn der DAX ist ja ein stark auf den Export ausgerichteter Index, also die Unternehmen da drin sind sehr stark auf den Export ausgerichtet. Wie sich das niederschlägt, ihr seht es hier nochmal, ich habe es oft genug gezeigt. Euro-Abwertung, hier unten die roten Balken, Euro-Abwertung gegen den US-Dollar führen tendenziell zu einem steigenden DAX, weil eben die Unternehmen ihre Waren außerhalb der Europäischen Union günstig anbieten können. Eine Euro-Aufwertung hier, die grünen Balken gehen tendenziell einher mit Kursverlusten beim DAX. Hier oben die roten Balken. Liegt natürlich auch daran, es ist richtig, dass ein Großteil der deutschen Industrie natürlich in die EU-Mitgliedstaaten exportiert. 2016 waren es 58% der Exporte gewesen. Aber man muss eben gucken, es gibt ja nicht nur die EU-Mitgliedsländer, sondern auch noch den Rest der Welt. 9% oder 107 Milliarden Euro gingen zum Beispiel in die USA. Amerika hat einen Anteil am deutschen Export von 12%, nach Asien gehen 17%. Der Dollar ist die Weltwährung und deshalb ist es natürlich wichtig, gerade wenn man Geschäfte macht mit Asien oder Gesamtamerika, wie entwickelt sich Euro-US-Dollar. Deshalb ist das auch entscheidend. Schlägt natürlich auf die Unternehmen unterschiedlich durch, je nachdem, wie stark man auf den Export ausgerichtet ist. Wichtig ist das für die Autobauer: Daimler, BMW, VW, Zulieferer, Continental, Infineon, Weltkonzerne, Siemens zum Beispiel, Merck, haben ja erst noch zugekauft in den USA. Aber auch natürlich die Deutsche Telekom über ihre Tochter T-Mobile US ebenfalls entscheiden.
Es gibt natürlich auch im DAX 2 Unternehmen, vor allen Dingen, die von einem steigenden Euro profitieren. Ja, auch das gibt es. Lufthansa gehört dazu. Denn Lufthansa muss natürlich Öl einkaufen. Der Öleinkauf ist ein großer Ausgabenblock. Das heißt also, dank der Euroaufwertung kann die Airline das schwarze Gold auf den Weltmärkten günstiger ordern. Das entlastet natürlich die Kostenseite. Und dann haben wir auch noch Adidas. Auch Adidas ist der Fall, dass die Einkäufe überwiegend in Dollar getätigt werden. Der Absatzschwerpunkt von Adidas liegt dabei hingegen im Euroraum. Dadurch profitiert man natürlich auch von der Euro-Stärke. Und deshalb zeigten die beiden Aktien zuletzt auch relative Stärke zum gesamten Markt. Das nochmal zur Bedeutung eben von Euro-US-Dollar, was man wissen muss. Und gucken wir uns jetzt einfach mal den Chart an, einfach im kurzfristigen Zeitfenster zunächst. Und ja, da ist das hier sicherlich die wichtige Ausgangslage, fasst die ganze Geschichte ganz gut zusammen. Worum geht es? Es geht hier um den Widerstandsbereich bei rund 1,15 bis 1,17. Ja, 13 ist das hier oben, dieses Hoch vom August 2015 haben wir heute mal kurz gespiked, also angetestet hier im Tageshoch. Ihr seht hier die kleinen, den kleinen Docht, der hier oben nach oben geht, davon wieder zurückgefallen. Also das Maximalpotenzial hat meiner Meinung nach Euro-US-Dollar jetzt auf der Oberseite ausgenutzt. Ja, das hier war so mein Zielkorridor gewesen, 1,15 bis 1,17. Das haben wir jetzt gesehen. Jetzt müsste eigentlich mal Schluss sein, würde ich sagen. Mit der Euro-Stärke gibt es dafür Argumente. Es gibt aus technischer Sicht Folgendes: Also Euro-US-Dollar notiert relativ weit über der 21-Tage-Linie. Ihr seht es hier ab 2% Differenz war meistens mal eine Euro-Aufwertung am Limit gewesen. Ja. Da haben wir hier einen Bruchpunkt gesehen. Das hat zuletzt relativ gut funktioniert. Also wer den Euro-US-Dollar kurzfristig tradet, achtet einfach darauf. Abstand zur 21-Tage-Linie ab 2% droht eigentlich sehr häufig dann zumindest mal eine Atempause, wenn nicht sogar eine Dollarstärke. So, jetzt hat mir Trade Signal wieder hier den Kanal verschoben. Jetzt ist es wieder richtig. Dankeschön. Aufwärtskanal Obergrenze 1,1750 wurde ebenfalls jetzt hier erreicht. Und jetzt haben wir hier einfach die Oberseite dieses Seitwärtskanals. Ja. Es bleibt dabei, ich gehe mal davon aus, dass wir hier drin bleiben in diesem Trendkanal. Es kann einen kleinen Fehlausbruch nach oben geben. Wann liegt ein finaler Ausbruch nach oben vor? Das ist extrem schwierig zu beantworten. Also ich würde sagen, oberhalb von 1,18 könnte es sein, dass der Gesamtmarkt umschwenkt. Ja? Dass diese ganzen Investoren, die bisher gesagt haben, naja, das ist nur eine Bewegung in dieser Trading Range, dass das dann vorbei ist und es dann zu einer wirklich nachhaltigen Bodenbildung hier unten kommt und nachhaltigen Euro-Stärke. Also wenn der Euro bei 1,18 steigt, könnte das sehr kritisch werden. Auch für den DAX natürlich. Darauf gilt es zu achten. Hier die Schwelle 1,17, 1,1750, 1,18. Die muss jetzt halten, da darf der Euro nicht mehr durchgehen. Sollte es zur Korrektur kommen, liegen die nächsten Unterstützungen bei 1,1450, 1,1460. Das ist hier die Marke. Die Unterseite des Aufwärtskanals 1,1360 und hier unten dann 1,11, die nächste Unterstützung, fallen wir unter 1,11, Zielbereich 1,08 und darunter 1,04, 1,05 die nächsten Marken. So, damit ist auch die Aussage letztlich relativ klar, denn holen wir uns noch den Wochenchart mit dazu. Der Wochenchart liefert weitere Informationen. Es war auch hier wieder die Differenz des Euro-US-Dollar zur 200-Tage-Linie. Seht hier unten, 40-Wochen-Durchschnitt entspricht ungefähr der 200-Tage-Linie. Wir sind jetzt hier bei 7,13% Differenz zur 200-Tage-Linie. Und ihr seht es sehr deutlich. Immer wenn der DAX in den vergangenen 10 Jahren um mehr als 7% über der 200-Tage-Linie notierte, war die Wahrscheinlichkeit für einen Hochpunkt doch sehr hoch gewesen. Ja, ihr seht es hier, solche hohen Abstände traten eigentlich immer an temporären Hochpunkten auf. Genau dieses Niveau haben wir jetzt wieder erreicht. Auch das spricht jetzt eigentlich gegen einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch über die 1,17, über die 1,18. Weil einfach der Euro-US-Dollar sich zu weit von der 200-Tage-Linie entfernt hat. Das heißt also, überkauft ist, überhitzt ist. So, deshalb gehe ich nach wie vor davon aus, dass die Seitwärtsbewegung hier gültig bleibt. Dass es zwar zu einem Fehlausbruch kommen kann,
Aber wie gesagt, der weite Abstand zur 21-Tage-Linie, vor allen Dingen der weite Abstand zur 200-Tage-Linie, lassen eher mal eine Korrektur erwarten. In dem Bereich 1,1460, vielleicht noch 1,12, 1,11. Ich habe schon öfters gesagt, Euro-US-Dollar tendiert dazu, im zweiten Halbjahr eher Schwäche zu zeigen. Ja, dann haben wir so gerade in den letzten Monaten doch häufig mal nachgebende Notierungen, also eher mit einer Dollar Stärke sehen wir meistens. Wir waren zum Jahreswechsel in den vergangenen 2 Jahren, ihr seht es hier immer im Bereich der unteren Grenze dieser Trading Range, sodass also hier wieder die Parität aufkam. Ihr seht ja den saisonalen Verlauf von Euro-US-Dollar mit einer Top-Ausbildung Ende Juli, Anfang August. Und dann geht es meistens im August, erster Rücksetzer runter, September, zweiter Rückschlag. Geht meistens einher mit einer Korrektur am Aktienmarkt. Und dann geht es hier im Oktober und November nochmal richtig ein auf die Mütze für den Euro und wir sehen Dollarstärke. Also auch die Saisonalität spricht eigentlich für eine bevorstehende Dollarstärke. Fassen wir das alles mal zusammen. Habe ich den Wochenstand an den S&P 200 gewonnen? Ja, da kommt gerade noch die Frage, also wie sehe ich im Augenblick Euro-US-Dollar? Das soweit mal meine Einschätzung. Solange hier nicht der Ausbruch erfolgt, gehe ich davon aus, dass wir Dollarstärke sehen. Also Euro-Dollar sollte sich wieder nach unten orientieren, hier in Richtung der 200-Tage-Linie bei 1,08. Dennoch, Stichwort Nassim Taleb, der schwarze Schwan. Man muss alles auch immer mit berücksichtigen, jede Eventualitäten. Es kann zu einem Ausbruch kommen über die 1,18. Das ist nicht unmöglich. Und wie ich schon sagte, das hat auch niemand auf der Rechnung gehabt, gerade nicht zum Jahresbeginn. Und was würde das dann bedeuten? Das kann man schon jetzt eigentlich sagen, wie weit dann das Aufwertungspotenzial reichen würde. Das zeigt hier der langfristige Monatschart. Da seht ihr das sehr deutlich hier unten, das ist die Konsolidierungsbewegung zwischen 1,04 bis 1, ja, grob 1,17. Und ein probates Mittel ist es dann einfach die Höhe dieser Formation, die wir hier ausgebildet haben. Das sind ungefähr so 10, 11%. Mach das ein bisschen tiefer schieben. So. Das nach oben hin projizieren diese Höhe und dann kommt man hier in einen Zielbereich von ungefähr 1,25, 1,27. Das zeigt hier dieser grüne Balken an. Der zeigt die Höhe dieser Konsolidierungsformation abgetragen auf einen Ausgangspunkt nach oben an. Dann kämen wir bei Euro-US-Dollar im mittelfristigen Bereich auf eine Zielregion von 1,25, 1,27, 1,28, Pi mal Daumen. Das liegt auch hier im Dunstkreis der Obergrenze dieses Abwärtskanals. Die verläuft im Augenblick bei 1,29. Ihr seht also, beide Techniken führen so mehr oder weniger zum selben Ergebnis. 1,26, 1,29 könnte man hier als Zielregion ableiten. Also ganz spannend auf jeden Fall. Achtet darauf, sehr, sehr wichtig jetzt. Nicht nur für Leute, die am Währungsmarkt aktiv sind, sondern eben auch gerade für welche, die eben auf dem DAX handeln, denn der DAX ist einfach sehr abhängig davon, was denn auch Euro-US-Dollar macht. Gut, damit beschließen wir mal das Thema und gehen noch kurz rüber auf die andere Seite, und zwar zu den Rohstoffen. Auch da natürlich der Blick entscheidend. Wie geht es da weiter? Gucken wir uns mal eben Gold an. Gold profitiert natürlich von der Dollarschwäche. Gold wird ja auf den Weltmärkten in Dollar abgerechnet. Je stärker Gold fällt, desto positiver ist es für den Goldpreis. Also schwacher Dollar, positiv für Gold. Was haben wir hier gesehen? Naja, von den Notenbanken kommt im Augenblick nicht so viel Gegenwind eigentlich. Zinsen für 10-jährige US-Anleihen waren zuletzt ein bisschen auf dem Rückwärtsgang gewesen. Das davon profitiert natürlich Gold. Auch bei der EZB hat man es nicht so eilig. 1250 im Augenblick, die Unterstützung, hätte ich ja gesagt, hier unten ruhig mal kaufen am Mai-Tief. Bei 1210, wer da drin ist, sollte Gold mal etwas weiter halten. Wir haben jetzt hier den ersten kleinen Widerstand erreicht. Das ist hier dieser Hochpunkt von Ende Juni. 1255, 1260. Kleiner Widerstand, sollte der überwunden werden, nächstes Ziel dann ungefähr hier diese Region von 1290 bis 1300. Gold bleibt damit und damit auch die Goldaktien zumindest mal leicht unterstützt noch. Sieht soweit noch positiv aus, sollte es jetzt an den Märkten im Herbst und später mal zu einer Korrektur kommen, dürfte auch davon wiederum Gold profitieren.
Also, wer hier long drin ist, ausgehend von dem Niveau, kann zumindest mal Teilgewinn mitnahme vornehmen und auf den weiteren Erhöhungen noch hier bis 1290, 1300 setzen. Das wäre so die nächste Zielmarke hier. Beim Goldpreis auf der Oberseite sieht soweit noch ganz gut aus. Gut, dann kommen wir zum Ölpreis. Ja, jetzt ist mir der Ölpreis abgehauen. So. Auch hier interessante Entwicklungen in den vergangenen Tagen. Saudi-Arabien hat ja bekundet, die August-Exporte um rund 600.000 auf 6,6 Millionen Barrel täglich zu reduzieren. Das heißt, Saudi-Arabien dürfte vor allem die Exporte in Richtung USA und Europa nach unten schrauben, ein bisschen mehr vielleicht nach Asien liefern. Macht natürlich auch Sinn, um hier den Preis nochmal zusätzlich anzuschieben. Und das Ganze hat auch etwas Wirkung hinterlassen am Markt. Ihr seht es hier, Sprung wieder bei Brent auf 50. Das erfolgt, hier ist auch wieder jetzt ein kleiner Widerstand erreicht. Ne? Runde Schwelle 50 haben wir jetzt angelaufen. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ist diese Strategie von Saudi-Arabien überhaupt sinnvoll? Ich sage ganz klar nein. Es wird ein Bumerang werden. Warum? Naja, wenn ich jetzt als Saudi-Arabien, als OPEC-Förderer weniger in die USA exportiere an Öl, was machen dann die amerikanische Fracking-Industrie? Naja, das ist auch ganz klar. Dann sagen die, ja gut, dann kompensieren wir das einfach, dann holen wir noch mehr Öl aus dem Boden. Das, was aus Saudi-Arabien bisher nicht gekommen ist, das pumpen wir dann einfach. Es gibt ja genügend Reserven in der amerikanischen Schieferölindustrie, die man einfach dann auch heben könnte. Gleichzeitig führt das Ganze hier nochmal zu einem Preisanstieg, die Ankündigung von Saudi-Arabien. Das heißt also, ja, das spielt der amerikanische Fracking-Industrie so richtig doppelt in die Karten. Wenn die Saudis sagen, wir exportieren weniger in Richtung USA, steigt der Preis und natürlich damit auch das Angebot sinkt in den USA und das wird dankbar aufgenommen von der Fracking-Industrie. Es gibt Schätzungen, dass die tägliche Produktion bis 2020 von derzeit 520.000 Barrel pro Tag auf rund 2,2 Millionen Barrel steigen wird. Zur Einordnung, Kuwait holt ungefähr 2,1 Millionen Barrel aus dem Boden, Nigeria 1,7 Millionen Barrel. Das heißt also, die Auswirkungen des Fracking-Booms in den USA, die werden in den nächsten Jahren noch richtig mehr und noch richtig deutlicher zutage treten, sofern hier der Preis einigermaßen stabil bleibt. Ich kann so ungefähr sagen, die Rentabilitätsschwelle der amerikanischen Fracking-Industrie liegt irgendwo bei 30 bis 40 Dollar. Ja, die haben das nochmal die Kosten deutlich gesenkt in den vergangenen Monaten und Jahren, werden jetzt immer rentabler und selbst ein Ölpreis von 45 bis 50 Dollar ist für die meisten Anbieter in den USA noch eine ganz attraktive Geschichte. Unter dem Strich kann man einfach sagen, OPEC hat bald keine Bedeutung mehr. Etwas übertrieben formuliert, aber die wissen, glaube ich, einfach nicht mehr, wie sie aus diesem Dilemma rauskommen. Und ja, damit bleibt der Preis, die Fantasie vor allen Dingen auf der Oberseite extrem limitiert. Ich gehe nach wie vor davon aus, Öl steigt in der nächsten Zeit nicht mehr über 56 bis 58 Dollar je Barrel. Das ist eher das Risiko auf der Unterseite zu sehen. Aber damit können wir auch den Ölmarkt schon mal abschließen, damit das gesamte Devisen- und Rohstoffsegment schon mal einen Haken hintermachen. Also haben wir das auch schon mal erledigt. Gucken wir auf die amerikanischen Aktienmärkte. Da haben sich ja, wie gesagt, Nasdaq und S&P 500 zuletzt noch ganz ordentlich entwickelt. Ich hole mal wieder den Chart mit dazu. Übrigens noch eine Geschichte, da kommt gerade die Frage rein. Dollarindex, genau, ist ja auch noch mit ein wichtiger Punkt bei den Währungsmärkten, auch darauf zu achten. Dollarindex, ihr seht es hier, der ist ebenfalls einer wichtigen Unterstützung angekommen. Also der Währungskorb des US-Dollars gegenüber sechs anderen Währungen ist hier mit 93, 94 Punkten einer zentralen Unterstützung angekommen und auch das deutet eher eine bevorstehende Dollarstärke an. Weil da die Frage kam. Gut, gucken wir in Richtung USA. Was ist reingekommen? Gestern Alphabet mit Zahlen, also der Mutterkonzern von Google. Kleiner Gewinneinbruch aufgrund eben der Kartellstrafe. Klar, aber was wichtig war und was wenig eigentlich so in den Medien auch Niederschlag gefunden hat, die Cost per Klick sind auch um 23% gefallen. Also das, was letztlich die Werbekunden bereit sind für eine Anzeige auf den Google-Webseiten zu bezahlen. Ne, da hat man einen Rückgang von 20%. Das ist heftig. Ja, und deshalb ist auch die Google-Aktie im späten Geschäft deutlich gefallen, ist auch heute schwächer reingekommen. Klar, ne, das muss jetzt erstmal verdaut werden.
sind jetzt mit 970 Dollar, also wieder knapp unter der 1000er-Marke angekommen. Hier S&P 500, 2480 Punkte im Augenblick. Ich habe es ja gesagt, Maximalziel liegt im Augenblick bei 2495, knapp 2500 Punkte. Haben auch so ein paar Analysten ausgegeben, die 2000-Punkte-Marke, 2500-Punkte-Marke könnte wirklich gut angelaufen werden. Interessante Zielregion, sollte man mal im Auge behalten. S&P läuft noch, Nasdaq 100 läuft noch, breiter Aktienmarkt weniger gut. Ja, also Entschuldigung, Dow Jones weniger gut. Das sieht man schon, die Präferenzen hier sind doch jetzt relativ klar verteilt. Apple kommt, ich glaube, am 1. August mit Zahlen rein. Werden wir uns in einer Woche noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen, was da zu erwarten ist. Vor allem gewinnen die Aktie. Die Aktie selbst von der technischen Perspektive zeigt im Augenblick noch keine großen Anzeichen einer ja, bevorstehenden Schwächephase. Man hat sich jetzt hier von der 21-Tage-Linie, dem Monatsdurchschnitt, blau wieder ein bisschen nach oben abgesetzt. Ich hatte es ja gesagt, solange Apple über 137 bis 140 Dollar notiert, sieht das alles noch ganz gut aus. Ist die Aktie ganz gut unterstützt letztlich auch. Das ist eine Nachkaufsregion hier. Kann gut sein, dass wir hier einfach nochmal das Hoch anlaufen werden, also hier in der Region um rund 155. Dass wir das nochmal testen, kann ich mir durchaus vorstellen, solange auch die ganzen Technologieaktien noch laufen. Facebook kommt, ich glaube, morgen Abend auch mit Zahlen rein. Amazon kommt am Donnerstag rein. Dann kommen eben auch noch Tesla rein. Apple, wie gesagt, dann kommen den Dienstag. Also werden wir jetzt sehr schnell dann auch sehen in den kommenden Tagen. Können die großen Schwergewichte der amerikanischen Tech-Industrie tatsächlich auch die Erwartungen noch treffen? Ja, oder ist das Ganze schon ein bisschen zu weit gelaufen? Gucken wir mal eben noch in Richtung Saisonalität, was ich ja noch mitbringen wollte, wenn wir gerade schon in den USA sind. Also das hier die wichtige Unterstützung, 137 bei Apple. Ansonsten geht es runter sofort auf 123, denke ich mal. 123 Dollar die Aktie. Wäre dann die nächste Unterstützung, aber derzeit die Stimmungslage noch positiv für Apple. Hier eine kleine Auswertung von Bespoke Invest, welcher Handelstag in den USA welche Rendite erwarten lässt. Seit Jahresbeginn haben die Jungs das mal ausgewertet. Finde ich ganz interessant auch. Ich habe mir mal vorgenommen, das auch noch für den DAX zu berechnen, damit man mal so weiß, ja, welcher Wochentag meistens positiv ist, welcher negativ ist und da dann Gewinnquote auch mal ausrechnen, Trefferquote, also Gewinnwahrscheinlichkeit, Trefferquote und auch Performance. Hier wie gesagt für den S&P 500 mal die Auswertung, Montag, Mittwoch und Freitag sind häufig sehr, sehr positive Tage, Dienstag und Donnerstag schwächelt der Markt meistens. Dann, ja, das hier noch eine Auswertung, wie im Augenblick die Sektorgewichtung ist beim S&P 500, kann man sich auch nochmal anschauen. Technologieaktien habe ich ja gesagt mit 23%. Einer der Gründe, warum sich der S&P derzeit besser entwickelt als der Dow Jones, weil einfach mehr Tech da drin ist. Dann hier einfach nochmal abschließend der Blick im Augenblick auf die Saisonalitätskomponente. Wir kommen jetzt in das Zeitfenster rein, was kritisch ist. Ihr seht es hier, You are here ist eingekreist. Ne? Also wir sind jetzt hier Ende Juli angekommen. Das ist so langsam. Ich glaube, die Wellenreiter-Jungs haben es ganz genau ausgerechnet. Der 4. August ist eigentlich so aus saisonaler Sicht der Punkt, an dem eigentlich die Aktienmärkte den Hochpunkt ausbilden. Danach ist dann meistens Schluss. Das heißt also, die erste Woche könnten wir gut das Hoch dann sehen am amerikanischen Aktienmarkt und danach würde dann ganz klar die negative Saisonalität durchschlagen. Wichtiger Punkt. Darauf also jetzt mal achten, dass man jetzt so langsam mal die Risikoposition auch in den USA reduziert, Gewinnmitnahmen vornimmt, beziehungsweise eben auch einfach die sehr, sehr günstige und tiefe Volatilität noch nutzt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Die Versicherung ist hier derzeit noch sehr, sehr günstig zu haben. Und wenn man sich das hier auch mal anschaut, ihr seht es, wie wirkt die Volatilität letztlich auf die künftige Performance-Entwicklung. Und auch da sieht man eigentlich sehr schön, geringe Volatilitätsstände führen nicht zwingend dazu, dass der Markt in den folgenden Monaten sich negativ entwickelt. Ne? Also wie zum Beispiel lowest 50% of fixed readings, also die niedrigere Spanne, die untere Hälfte,
der amerikanischen Volatilitätsbarometer. Wie entwickelte sich zum Beispiel der Markt danach? Das sind hier die blauen Balken. Ihr seht, es ist dennoch eine relativ positive Performance. Also wer dem Englischen halbwegs mächtig ist, dem lege ich auch dieser Artikel nochmal ans Herz. Habe ich hier in die Chatbox reingestellt. Tiefe Volatilität, die zuletzt der VIX auf Rekordtief gewesen ist, sind nicht zwingend ein Grund, dass wir mittel- bis langfristig fallende Aktienmärkte sehen. Das wird hier durch diese Statistik auf jeden Fall nicht untermauert. Wichtiger Punkt. Ich sage nochmal, kurzfristig zeigt die Volatilität durchaus eine große Sorglosigkeit an und damit als klassischer Kontraindikator negativ zu sehen. Mittel- bis langfristig hat die tiefe Volatilität eigentlich kaum Aussage. Gut, damit schauen wir auch in Richtung deutsche Werte und da ist natürlich zum Beispiel der DAX zu sehen. So, was haben wir hier im Augenblick auf der Pfanne? Ich hole uns noch einen anderen Chart mit dazu. Candlestick-Chart, da sieht man es auch noch mal sehr schön, was wir heute gesehen haben. Also, worum geht es derzeit? Es geht um die Macron-Aufwärtslücke. Hier der Bereich Mitte, beziehungsweise Ende April. Erste Runde amerikanische Präsidentschaftswahlen. Das hier ist die Macron-Lücke. Ja, die ist im Augenblick viel diskutiert. Ist auch sicherlich zu Recht. Ich hatte es ja gesagt, ich gehe davon aus, dass die Lücke geschlossen wird. Und haben wir auch schon fast geschafft. Ihr seht es hier, wir sind mal eingetaucht. Ein paar Punkte haben am Montag gefehlt. Sonst hätten wir die Lücke auch noch geschlossen. Wäre also eigentlich ganz positiv gewesen, hätte man das abgearbeitet. Ist im Augenblick noch nicht der Fall. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass die Lücke noch geschlossen wird. Was haben wir hier gesehen? Ich nehme sie mal eben da raus. Hammer-Formation am Montag war für kurzfristige Trader eine super Gelegenheit zum Einstieg. Heute positive Entwicklung. Hammer wurde damit bestätigt, aber ein kleines Problem. Ihr seht es hier, wir haben relativ deutlich unter dem Tageshoch geschlossen. Bei knapp 12.300 Punkten. Warum haben wir die 12.300 abverkauft? Sieht man hier sehr schön. 12.300 sind die Umkehrpunkte von Ende Juni, Anfang Juli. Also dieses kleine Doppeltief, was wir hier hatten. Das wurde hier im Tageshoch heute verkauft. Damit ist auch klar, die kleine technische Gegenbewegung hier ist an der ersten Hürde schon gescheitert. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Stärkesignal. So, was bedeutet das jetzt letztlich? Sollte 12.310, 12.320 zurückerobert werden in den kommenden Tagen, sehen wir eine Fortsetzung der Bärenmarkt-Rallye bis maximal in den Bereich der 12.500. Bei 12.500 verläuft hier die Oberseite des Abwärtskanals und auch hier die aus statistischen Schwankungen berechneten Prognosekorridore. Die zeigen wir ja auf Indexradar täglich. Auch morgen gehe ich da in der Analyse drauf ein. Das ist im Augenblick das Maximalpotenzial für den DAX auf der Oberseite, entspricht ungefähr 2%. Dann ist der Ofen aus. Ich sehe den DAX nicht mehr über 12.500 kurzfristig. Scheitern wir jetzt schon an der 12.310, beziehungsweise irgendwo hier in dem Bereich, 12.400, geht die Reise sofort wieder nach unten. Und dann muss man einfach aufpassen, wenn die 12.000 ist im Augenblick, 12.200, Entschuldigung, ist doch sehr, sehr wichtig. Was wir hier jetzt schon gesehen haben, ist, wir sind unter den Hochpunkt von Anfang 2015 gefallen, hier unter das alte Rekordhoch im Bereich der 12.400, knapp 12.400er Marke von damals. Das haben wir schon mal unterschritten. Schon mal ein erstes negatives Signal für viele. Damit nimmt das hier oben so eine Gestalt einer Umkehrformation an. Und wir sind jetzt auch gleichzeitig schon an die Unterseite dieses langfristigen Aufwärtskanals gelaufen. Ja, der verläuft bei 12.200 Punkten. Sollte der auch noch unterschritten werden, ja, dann haben wir hier doch eine größere Belastungsprobe für den DAX. Unter 12.200 Punkten fällt der DAX aus dem Aufwärtskanal. Nächstes Zielgebiet dann, ja, so ungefähr hier unten die Region um 11.850. Sollte man dann zumindest mal erwarten, dass wir so weit runtergereicht werden, also damit gleichbedeutend auch 11.850, ein Test der 200-Tage-Linie bei 11.800 Punkten. Den hatte ich ja sowieso schon auch gesagt, also im Spätsommer werden wir sehr wahrscheinlich mal die 11.800 anlaufen. Kann ich mir gut vorstellen, 11.800, 200-Tage-Linie jetzt freigegeben, sobald der DAX, denke ich mal, wieder ein neues Tief ausbildet. Dann dürften wir dann
ja, peu à peu nach unten weiter durchgereicht werden in Richtung der 200 Tage. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit im Augenblick relativ hoch, auch weil einfach die Saisonalität jetzt ganz klar in Richtung fallende Kurse erst einmal deutet. Zwischenerholungen innerhalb dieser Abwärtsbewegungen gibt es natürlich jederzeit, vollkommen klar, kommt gerade die Frage rein, aber das ist eher der Charakter einer Bärenmarktrallye einzuordnen. Damit sind eigentlich für den DAX alle wesentlichen Handelsmarken genannt. Kurzfristig, wie gesagt, noch ein bisschen Potenzial, maximal 12,5, aber übergeordnet mittelfristig Tendenz abwärts Richtung 200-Tage-Linie, mindestens mal 11.800 bzw. 11.850 Punkte. So, dann eine Frage. In den vergangenen 2 Wochen war ja Roche gewesen. Ich weiß, in der vergangenen Woche hatten wir das Problem gehabt, dass ich keinen Chart gefunden habe, der mir Roche in Schweizer Franken zeigt, damit man eben hier auch keine Kurslücken drin hat und vor allen Dingen auch von der Volumenentwicklung hier einen sauberen Chart hat. Ich habe jetzt mich mal hier bei Guidance angemeldet, nur für euch ehrlich gesagt auch, damit wir hier relativ sauber die Geschichte mal analysieren können. Habe mich jetzt hier nicht in die Chartoberfläche großartig eingearbeitet, aber man sieht ja auch so eigentlich die wesentlichen Informationen. Die lauten, dass wir hier unten eigentlich eine relativ gute Unterstützungszone haben, so im Bereich der 220 bis ungefähr 220, 210, Entschuldigung, bis 220 Schweizer Franken. Sehr gleichbedeutend mit dem Tief von Ende November 2016. Insgesamt, ihr seht es aber, hat das Ganze hier so ein bisschen einen Charakter. Ich zoome jetzt hier mal etwas raus, sofern das geht. Auf dem Wochenchart, genau, da haben wir das Ganze schon ein bisschen genauer. Jetzt haben wir hier Daten seit ja, 2012 vorliegen. Gut, muss erstmal reichen. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum man jetzt in Roche investiert sein muss. Machen wir das kurz. Ja, ich habe mir den Chart angeschaut. Wir haben hier oben ein Widerstandsband, was wir auch noch zu berücksichtigen haben, waren 280. Hier unten eine relativ gute Unterstützung, vorgelagert, wie gesagt, 200, nach unten 220. Ansonsten hätten wir hier auch noch eine etwas schwächere Unterstützungszone im Bereich der 230 Schweizer Franken. Das ist so die vorgelagerte Unterstützung, der letzte Halt 250 bis 220 Schweizer Franken. Nach oben im Potenzial 280 Schweizer Franken. Aber man sieht es hier eigentlich seit dem Impact hier vom Januar 2015, als die SNB ja die Untergrenze beim Euro-Schweizer Franken aufgelöst hat bei 1,20, ist hier einfach der Schwung raus bei Roche. Ja? Und sehe ich hier keine wirkliche Fantasie irgendwie, die man aus dem Kursbild ableiten könnte. Was man machen kann, ist Roche kaufen im Bereich 220 bis maximal 230 Schweizer Franken und dann hier auf den Rücklauf setzen in den Bereich 275 bis 280 Schweizer Franken. Aber das war es dann auch gewesen. Also ehrlich gesagt, es gibt eigentlich spannendere Aktien als eine Roche jetzt. Ja, aber wer es unbedingt handeln möchte, hier die Untergrenze der Range beachten und auf den Rücklauf nach oben wiederum spekulieren. Ich hoffe, damit die Frage zu Roche hinreichend beantwortet zu haben. Falls weitere Wünsche sind in Richtung Schweizer Franken, gerne dazu. Jetzt habe ich ja auch den passenden Zugang. Gucken wir uns noch ein bisschen was aus dem DAX an, was man im Augenblick vielleicht mal auf der Pfanne haben sollte. Fand ich nach wie vor ganz interessant, wenn man sich einfach mal die Gewinner anschaut, die wir hier zuletzt gesehen haben, auch im heutigen Handelsverlauf. Dann zeigt das doch sehr viel, was im Augenblick gekauft wird, ne? Schaut euch heute die Top 4 Gewinner an, oder Top 5 Gewinner. Das sind die Werte, die derzeit noch laufen. Und die laufen, weil es nichts anderes sind als Zinsplays. Ja, wo es einfach um den Zinsmarkt geht, also den Anleihenmarkt. Das ist eine Commerzbank, das ist eine deutsche Bank. Ja, die sind natürlich von einer höheren, die profitieren natürlich von steigenden Zinsen über die Ausweitung der Marge. Das gleiche gilt aber auch natürlich für die Versicherer. Münchner Rückner, Allianz heute ebenfalls. Allianz hier einen wunderbaren, schönen Trendkanal, davon abgeprallt hier unten exakt bestätigt, der Charttechnik in Reinform, 175 Euro bestätigt und davon wieder nach oben abgeprallt. Also, was will man letztlich mehr? Eine sehr, sehr schöne Aktie, die noch sauber in einem Aufwärtstrend läuft.
und die im Augenblick eigentlich auch noch eine ganz gute Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Ne? Wir unten mit einer Absicherung knapp unterhalb des Aufwärtskanals im Bereich der 174, 173. Zielbereich jüngstes hoch bei rund 184, maximal 189 Euro. Sieht das eigentlich sehr, sehr gut aus. Finde ich die Aktie wirklich sehr, sehr spannend. Einer der Werte, die man im Augenblick, finde ich, im DAX durchaus noch sich näher anschauen sollte. Das zur Allianz. Dann auch die anderen Werte. Wie gesagt, eine Commerzbank würde ich vielleicht nicht unbedingt ansehen. Eine Deutsche Bank war interessant, die jetzt von der 21-Tage-Linie wieder nach oben abgeprallt ist. Wenig im Mittelpunkt, aber so ein kleiner Geheimtipp von mir. Möchte man ja auch in diesem Webinar einmal bringen. Guckt euch mal die deutsche Börse an. Hier auch. Wunderschöner Aufwärtskanal, wie bei der Allianz. Heute im Tagestief exakt bestätigt, auch am Montag. Und wir haben dazu noch eine leicht überverkaufte Situation mit -3% zuletzt gehabt. Und dann auch horizontale Unterstützung bei 91,50, 91,70. Sind davon auch jetzt nach oben hin wieder abgeprallt. Auch hier aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten, wer noch unbedingt long gehen möchte in den Markt, findet hier auch bei der deutschen Börse im Augenblick ein dankbares Objekt aus charttechnischer Sicht mit dem intakten Aufwärtskanal bei 92 Euro und Unterstützung bei 91,50 mit einem Stopp knapp darunter bei 90,40. Wer ein bisschen mehr Luft lassen möchte, sich findet hier die nächste horizontale Haltezone so im Bereich der 87,90, knapp darunter. Dass wenn ich hier einen Stopp platziere, dann habe ich hier ein Risiko von rund 6, ja, knapp 6% geben mir, 5,8%. Das ist hier bis zum jüngsten Hoch schon nahezu ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis. Also immer noch ziemlich attraktive Geschichte im Augenblick. Finde ich sehr, sehr spannend. Wenn man eher short unterwegs sein möchte, einfach mal hier auf die Henkel achten. Wie ist mir heute aufgefallen bei der Durchsicht, da trübt sich die Perspektive schon ein. Denn Henkel ist aus dem langfristigen Aufwärtskanal gefallen. Ne? Ihr seht es, unter die 200-Tage-Linie unter Umständen bald, unter einer horizontalen Unterstützung bei 117,80, da trübt sich die Perspektive schon deutlicher ein. Ne? Und wenn wir hier jetzt unter die 200-Tage-Linie fallen, unter 117,80, dann kommen hier doch so ein paar Warnsignale zusammen. Dann Ziel 110, 105 kann ich mir dann bei Henkel durchaus vorstellen. Also ein durchaus interessanter Wert, wenn man jetzt im Augenblick schon mal was auf der Short-Seite probieren möchte. Das ist hier doch so ein Konsumgüterkonzern, zumindest mal mit einem eingeschlagenen Einbruch. So, finde ich schon mal sehr interessant. Dann kam die Frage schon mal auf Talanx gerade reinkommen. Zählt ja auch, wie ich schon gesagt, Versicherungswerte. War als Spitzenreiter gewesen, 7% zugelegt, war aber nur eine Hochstufung der Deutschen Bank von Hold of Buy. Kursziel 38 Euro haben die Deutsche Bank jüngst ausgegeben. Optimistische Einschätzungen, verbesserte Kapitalausstattung, sagt die Deutsche Bank. Ja, mag sein. Talanx, ja, ich hole mir mal eben den Chart ein, weil ehrlich gesagt, ich verfolge die Aktie nicht so engmaschig. Bin ich jetzt kein richtiger Freund von, würde ich sagen. Guckt es euch auch mal an. Also eher seitwärts gerichtet. Ne? Da ist kein richtig klarer Trend drin. Also so grundsätzlich aufwärts, das zeigt die 200-Tage-Linie, vor allen Dingen in den vergangenen rund 9 Monaten. Relativ positiv, heute der richtige Sprung, aber ihr seht es schon, auch hier die Aktie notiert im Augenblick 5,3% über der 21-Tage-Linie. Und ihr seht es, also 5,3% war in der Vergangenheit häufig auch schon mal ein Höchstpunkt. Also wir haben mal 6%, kurzfristig mal 7% gesehen, aber zumindest mal seit September vergangenen Jahres waren so 4,5 bis 5,5, 5,5% Ende der Party gewesen. Deswegen gehe ich auch hier davon aus, Talanx hat hier eher die Oberseite der Ranges erreicht. Kann sein, dass sie noch auf 35, 35, 50 laufen wird, aber das war es dann gewesen. Das war jetzt nur eine Kaufstudie der Deutschen Bank, die hier gezündet hat. Noch nicht mehr. Von der Unternehmensseite ist hier nicht so viel Neues passiert, beziehungsweise noch gar nichts. Ich weiß nicht, wann die Zahlen geben. Einfach hier mal in den Investor Relations Bereich reingehen, mal gucken, wann die Zahlen rauskommen. Aber da wäre ich eher vorsichtig. Ja, also
wäre wirklich extrem langfristig, das kann da drin bleiben. Eine Trading-Position würde ich persönlich hier langsam einen Gewinn mitnehmen vornehmen, oberhalb von 35 Euro. Denn dafür ist einfach hier die Dynamik nicht vorhanden bei der Aktie. Es gibt trendstärkere Werte, die ich gerade eben vorgestellt hatte. Das mal zum Ausblick, Einschätzung im Augenblick zu den Charts. Und ja, ich sehe schon, die Fragenbox ist leer, habe ich soweit alles abgearbeitet, perfekt. Hier die wichtigen Orientierungsmarken nochmal wieder aktualisiert. Also Kurslücke, Aufwärtstrend 12.100, 12.290 beim DAX. 11.800, 200-Tage-Durchschnitt könnte angelaufen werden. Ansonsten haben wir hier zahlreiche Widerstände, 12.310, 12.5, 12.7. ATX sieht nach wie vor besser aus, gar keine Frage. Noch im Aufwärtskanal, gefällt mir durchaus. Also Börse in Wien, Daumen hoch. Wirklich super, was da abgeht. Deutlich besser als der DAX. Euro, US-Dollar ist das Zünglein an der Waage. 1,18, 1,17 im Blick behalten. Steigen wir, brechen wir da aus, dürfte das die amerikanischen Aktien weiter unterstützen und dürfte zu Lasten des DAX gehen. Gold nach wie vor leicht positiv in der Einschätzung. Von daher ja, dürfte davon profitieren, vor allen Dingen, wenn es jetzt auch mal zu einer korrektiven Phase kommen sollte. Die ja durchaus mal zu erwarten ist, auch dann in den nächsten Wochen. Ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Jetzt mogelt sich hier gerade noch eine Frage rein. Zum US-Wert. Ich hole mal eben die WKN von Cisco Systems. Gucken wir mal, was wir hier noch abgreifen können. Nasdaq. So, da muss ich jetzt natürlich mal ein bisschen gucken hier. Differenz zur 21-Tage-Linie, häufig im Bereich gewendet von rund 7% auf der Oberseite, auf der Unterseite. Mache ich jetzt grob 5%, dann muss ich den hier anpassen. 7%, 5%, 21 Tage, also der Prognosekorridor neu berechnet. Kleine Unterstützung hier gegeben. Dann haben wir hier eine große Kurslücke vorliegen, die geschlossen werden könnte. In dem Bereich. Das sieht soweit schon mal ganz okay aus. Und nach unten hin eigentlich auch noch relativ gut unterstützt, würde ich sagen. Also hier mit dem Bereich um 30 Dollar. Das ist eine Unterstützung. Dann, wie gesagt, die Kurslücke hier drin. Die 200-Tage-Linie haben wir zuletzt dann nochmal hier zurückerobert mit dem heutigen Handelstag. Ja, kommen jetzt hier in die Kurslücke rein, die zuletzt noch verkauft wurde. Jetzt springt hier wieder gerade. Ach, Trade Signal ist Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt machen wir das mal gerade hier. Zack. So, das ist die Kurslücke hier, die noch offen ist. 32,50 bis 33,80 Dollar-Basis. Ja, sehe ich leicht positiv auf Cisco Systems. Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier in die Region 32,50 vorstoßen, könnte ich mir vorstellen, dass es einige gibt, die sagen, die Kurslücke hier wollen wir doch mal mehr oder weniger schließen, dass die nochmal hochläuft auf die 33,50er-Marke. Ihr seht es aber auch. Das Ding hat hier oben einen massiven Widerstand. Also der beginnt hier in der Zone, geht dann weiter hoch bis ungefähr in den Bereich der 34,50er-Marke, also hier oben die Umkehrpunkte. Dann ist Schluss mit lustig. Also kurzfristig sehe ich die Aktie auch halbwegs positiv, vor allem wenn sie über 32,50 per Tagesschluss gekauft wird. Das hier ist ein bisschen kritisch im Augenblick. Es könnte schon Teilgewinnmitnahmen vorgenommen werden. Von daher kann es sein, dass wir hiervon schon wieder abprallen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, die Prognose. Ja, das ist hier das Potenzial. Zwei Szenarien zeichne ich ein. Entweder wir prallen davon ab oder von der jetzigen Region, dann gibt es einen Rücklauf hier auf die 30,50, 30,70. Alternativ, die Aktie wird noch gekauft oberhalb von 32,50.
Und das wäre dann gleichbedeutend mit einem nahezu Gap Closing hier oben bis in den Bereich der 33, 50 bis 34. Das wäre so die Einschätzung im kurz- bis mittelfristigen Bereich. Ihr seht es, übergeordneter Trend leicht positiv hier von der Einschätzung her. Aber die Dynamik ist zuletzt rausgegangen. Also von daher würde ich hier nicht mehr zu viel erwarten. Jo, das soll es endgültig gewesen sein. Ich schließe wieder mit den Orientierungsmarken für die heutige Session und ja, freue mich, wenn ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid, Dienstagabend um 19 Uhr, nächstes Chart-Webinar. Bis dahin alles Gute und achtet auf Euro-US-Dollar. Tschüss.